Servus und schönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Willkommen zur Besprechung hier zum Handelsstart in die neue Woche mit Blick unter anderem auf den FTSE 100, ein Index, den viele meiner Meinung nach zu Unrecht viel zu selten auf der Uhr mit haben. Der ist sehr, sehr gut geeignet für Swing Trades, also für nebenberufliche Traderinnen und Trader, weil man hat schöne Bewegungen und aktuell sieht es hier nach einer bullischen Konstellation in den Charts aus. Wir schauen genau hin. Dazu habe ich mir heute mal noch das Währungspaar britisches Pfund US-Dollar in der Korrektur rausgeholt. Sehr spannend, eine schöne Situation dort. Wir haben Austral-Dollar, US-Dollar auf der Agenda plus die beiden Märkte, die ich am Freitag nicht mehr geschafft habe. Wir haben noch eine Frage bekommen. Gold und Silber sollen hier noch mal kurz angesprochen werden. Dem komme ich heute natürlich gerne nach. Und wer mag, natürlich auch direkt den ein oder anderen Wunschmarkt hier in die Charts mit reinstellen. Und wer das Video jetzt auch sieht an dieser Stelle, gleich mal noch aufs Like-Knöpfchen drücken. Dann sieht die Welt, was wir hier tun. Und ich freue mich drüber und niemanden kostet es etwas. Also danke dafür. Jetzt mache ich mal kurz noch den Technik-Check hier an dieser Stelle. Facebook passt, Ton und Bild sind gut. In Zoom scheint auch alles in Ordnung zu sein. Also dorthin auch danke für die alleinigen Rückmeldungen. Da läuft sozusagen alles. Wir gehen wie immer zunächst auf den Risk-Disclaimer, also auf den Risikohinweis an dieser Stelle ein. Und natürlich dann auf die Tagesnachrichten. Risk Disclaimer, Sie kennen es. Es ist ja der Risikohinweis. Das bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen, CFDs und Futures of Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir zu den heutigen Nachrichten. Viel steht hier nicht auf der Agenda, aber das, was hier steht, ist gerade für die deutsche Wirtschaft sehr, sehr, sehr wichtig. Und zwar gibt es IFO-Zahlen. Wir bekommen die Erwartungen, die Lageeinschätzung und den Geschäftsklima-Index. Das alles samt die Daten für den Oktober. Warum ist das so wichtig? Für mich persönlich hat es eine Wichtigkeit, um einschätzen zu können, was geht denn in den Köpfen der entsprechenden Führungskräfte, sag ich mal, vor. Das ist nämlich wichtig zu wissen, um die wirtschaftlichen Rahmendaten in Deutschland auch einschätzen zu können. Denn wir sehen es hier, wir haben zum einen die aktuelle Lage, okay, an der können wir technisch nicht wirklich was ändern. Aber was sehr, sehr wichtig ist, sind die Erwartungen für die kommenden Monate. Und da ist es gut zu wissen, wie die Firmenlenker das Ganze sehen. Also ob die optimistisch sind, ob die mehr oder weniger neutral sind oder ob sie eher pessimistisch sind. Das wird für die deutsche Wirtschaft ein sehr, sehr wichtiger Gradmesser sein. Und den werden wir heute um 10 Uhr erhalten. Wir sehen es hier auch an den Prognosen der Analysten. Die sind allesamt negativ eingestellt. Das heißt, die Prognosen sind fallend. Die Erwartungen sollen von 97,3 auf 96,4, die Lageeinschätzung von 100,4 auf 99,4 und der Gesamtindex von 98,8 auf 97,9 fallen. Wir werden sehen, positiv wären hier natürlich gute Überraschungen. Das heißt, wenn wir hier dann grüne Zahlen sehen, um 10 Uhr wissen wir hier mehr. Und das war es schon für die wichtigen Nachrichten zum Wochenstart. Wie immer, montags gibt es ein bisschen weniger auf der Agenda. Deswegen haben wir ein bisschen mehr Zeit, um über die Charts zu reden. Das heißt, ich mache gleich mal auf hier den Stereo Trader. Das heißt, das ist das Meta, das ist der MetaTrader 4. Das Ganze gibt es auch für den MetaTrader 5. Wer das noch nicht weiß, wo man das herbekommt, macht sich relativ einfach. Einfach mal auf die Website von Tickmill gehen. Ich zeige es gleich mal rauf hier in den entsprechenden Charts bzw. MetaTrader 4 und 5, das findet man alles, wie schon gesagt, auf der Website von Tickmill. Da findet man auch den Blog-Eintrag hier oben. Also wer nachlesen möchte bei den Dingen, die wir hier immer besprechen, wie zum Beispiel gestern auch das Research am Sonntag, habe ich dem FTSE 100 auch gewidmet. Einfach reingehen, einfach draufklicken und dort findet man dann nochmal alle Informationen in Bildern und Worten. Und am Ende findet sich dann auch immer noch das Video der aktuellen Besprechung. Das
Ganze, wie schon gesagt, hier zum Sonntag natürlich, das Video wird erst heute fertiggestellt, weil ich es jetzt aufzeichne, steht dann einfach unten drunter. Und da gibt es natürlich auf der Website von Tikmel eine Menge Informationen, beispielsweise bei den Werkzeugen, da findet man auch die Webinare, die hier gemacht werden. Seminar gibt es übrigens auch jetzt von der Ankündigung schon nächstes Jahr auch. Im Februar haben wir da eins geplant, in München ein Seminar. Das wird auch eine sehr, sehr spannende Story. Mehr dazu folgt natürlich. Und wir sehen bei den Werkzeugen bzw. beim Handel hier an dieser Stelle natürlich auch alle Handelsinstrumente. Also das Ganze haben wir definitiv da. Und wer sich jetzt hier beispielsweise ohne oben großartig rumzusuchen über den MetaTrader 5 interessiert und informieren möchte, klickt einfach hier auf das Thema MetaTrader 5 und probieren Sie es jetzt aus. Hoppala, da haben wir es da. Und schwupps, kommen Sie auf die Seite vom MetaTrader 5 und da können Sie sich das Ganze anschauen. Wie schon gesagt, er hat ein paar Vorteile gegenüber der 4er-Version. Das ist auch hier entsprechend mit aufgezeichnet. Es gibt ein bisschen was an entsprechenden Erweiterung bei den Strategien, das Thema Autotrading ist da, Handelssignale, Copytrading, das haben wir alles sehr gut da. Bei den Berichten gibt es das Ganze mittlerweile für Diagramme und Tabellen. Wir haben im MetaTrader 5 entsprechend die Möglichkeit, integrierte Wirtschaftsdaten zu sehen. Also der Wirtschaftskalender ist dort entsprechend da. Also wer das mag, einfach mal anschauen. Gibt es für die gängigen Betriebssysteme und wie schon gesagt, diese Variante ist auch entsprechend in der Basisversion hier kostenfrei und den Stereo Trader, den gibt es definitiv auch mit obendrauf. Das heißt, die Kunden von Tikmel, also jeder, der ein Konto bei Tikmel hat, ein kapitalisiertes, kann den Stereo Trader entsprechend auch mit nutzen. So, das ein bisschen zur technischen Seite, was man bei Tikmel an Handelsplattformen zur Verfügung hat für die CFDs. Kommen wir nun zurück zu dem, was wir auf der Agenda haben und wir haben nachher den Australdollar auch noch mit auf der Uhr. Da checke ich immer gerne auch noch mit gegen, wie der Index läuft. Aber wenn wir Zeit haben, kann ich dazu auch nachher ein bisschen was sagen. Ich bin hier auch weiterhin sehr, sehr bullisch, sehr interessant, was hier passiert. Mittlerweile auch wieder ein Aufwärtstrend da. Aber lasst uns zuerst mal sprechen über den FTSE 100. Hier das Kürzel für den CFD ist UK 100, und hier mit Blick in den Wochenchart gefällt mir sehr, sehr gut, was wir hier passieren haben. Was sehen wir hier ganz klar im großen Bild? Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Ich mache einfach mal ganz kurz hier das Zeichenwerkzeug an. Moment mal kurz einen Augenblick hier an dieser Stelle. Also Zeichenwerkzeug rein. Und da sehen wir halt aus der technischen Sicht wirklich auch das, dass wir hier die positiven Tendenzen auch mit haben, weil ich zeichne jetzt mal das ganz, ganz große Bild ein. Also bitte wie immer nicht zu fein, zu klein sehen. Es ist wirklich alles einfach grob zu sehen, wo die grobe Richtung hingeht. Und wir sehen es einfach. Wir haben hier einen Aufwärtstrend im Gange. Und das Interessante, was wir hier im Aufwärtstrend haben, das habe ich auch in den Artikel mit reingeschrieben. Wir haben hier einen Doppelboden, beziehungsweise in dem Moment das Cluster für die technische Analyse ist sehr bekannt unter dem Thema W-Formation. Das heißt, man hat unten zwei Punkte, man kann das Ganze hier sogar noch ein drittes Mal nehmen und oben den Deckel oben rauf bei ungefähr 7235 Punkten. Das sehen wir, das ist hier drüben an dieser Stelle der Punkt gewesen, wo auch dieser massive Abverkauf nach unten hin gestartet hat. Das Thema ist jetzt alles wieder aufgeholt über die letzten Monate und wir stehen jetzt hier oben drin in diesem Widerstandsbereich und das ist durchaus sehr, sehr interessant zu sehen, denn wir haben durchaus hier jetzt die Chance, oben drüber zu fliegen. Das heißt, wird der Widerstand tatsächlich rausgenommen, schiebt der Markt über das Vorwochenhoch drüber, dann haben wir den Weg mehr oder weniger erst einmal frei oben rein. Nächstes größeres Widerstandslevel haben wir hier oben bei 7690, gefolgt hier oben von 7730. Also das sind dann die nächsten größeren Anlaufpunkte, die wir hier drinnen haben. Und das ist doch durchaus interessant an dieser Stelle. Und wenn wir uns das Ganze mal im Tageschart auch mit anschauen wollen, dann haben wir diejenigen, die den Blogbeitrag schon gelesen haben. Ich zeige das nochmal ganz kurz, wie das sonntags immer ausschaut hier an dieser Stelle. Also hier einfach oben auf der Website bei Tikmel auf Blog klicken. Da ist es egal, ob es die deutsche oder die UK-Seite ist. Also für diejenigen, die sich die Futures anschauen, wenn ich mich über Futures interessiere oder
informieren möchte, gehe ich immer auf die UK-Seite drauf und da haben wir sozusagen den Blog und schaut es mal hier, dort nur noch mal zur Vollständigkeit, dass das Thema sozusagen in der Woche und unten haben wir hier den Tag, das sind die Cluster, die ich hier drinnen mit habe und da sind jetzt die wichtigen Marker auch mit drinnen. Die Zeichnung hat der MetaTrader hier leider nicht gespeichert, das heißt, wir machen es jetzt einfach mal grob, quasi in den entsprechenden Aufwartungen. Also was mir hier besonders gut gefällt, ist das jetzige Verhalten. Das heißt, wir haben hier im Kleinen schon mal wieder einen Aufwärtstrend. Hier schaut aufwärts, Korrektur, zack, nach oben. Und jetzt haben wir hier oben mehr oder weniger eine Art Flaggenformation. Und das ist eine hohe Flagge, beziehungsweise je nach Lesweise, ja, wie man das Ganze jetzt nimmt. Es spielt aber keine Rolle, wie man es nimmt. Der Entry ist halt ein bisschen anders. Moment, das war das falsche Tool. Das Thema Flagge, das haben wir quasi, wenn man die Oberseite miteinander verbindet. Man hat halt hier etwas grob gesagt Abfallendes mit drinnen und hier sozusagen den Ausbruch dann zur Oberseite, das wäre die bullische Variante. Wer es ein bisschen feiner oder anders sehen möchte, ganz klar hier auch leicht zu machen, dass man sagt, okay, es erinnert auch irgendwo an eine hohe Flagge. Das heißt, hier gibt mal die Kerze, die wir hier drüben sehen. Das ist die Tageskerze vom 18.10. die Seitwärtsrange vor, oben und unten. Und das ist der Weg, der hier nach drüben läuft. Also es ist eine flache Konsolidierung. Jetzt haben wir es. Und was an dieser Stelle jetzt wichtig wäre und beziehungsweise nicht nur wäre, sondern auch sehr, sehr wichtig ist, der Ausbruch nachhaltig nach oben drüber, denn der Ausbruch aus der Flagge ist bereits in vollem Gange. Das heißt, hier an dieser Stelle als nächstes wichtiges Anlaufpunkt oder als nächster wichtiger Anlaufpunkt ist das Hoch zu sehen. Das heißt, den Wert, den wir hier oben drüber haben, das ist die Marke von gut 7250 Punkten hier oben. Da muss der Markt tatsächlich drüber. Wenn er nach oben will, ist ja auch logisch, ne? Was soll es auch sein. Die Frage ist nur, finden sich hier nachhaltig Käufer oder nicht, weil nur ein kurzes Drüberlupfen ist nicht unbedingt das, was ich hier gerne sehen möchte, sondern ich möchte schon den Sprung oben drüber sehen, um dann die Luft zu haben, oben rauf zu laufen. Und wenn wir das Thema hier tatsächlich oben drüber rausnehmen, nehmen wir halt auch diesen Widerstandsbereich an dieser Stelle raus und haben dann als nächstes kleineres Kursziel hier drüben, diesen, ich sag mal, Gap-Bereich, irgendwo die Marke um die 7375. So, hier ist einiges passiert. Das sind wieder solche Level, wo es, wie schon gesagt, nicht auf den Punkt ankommt, sondern das ist relativ grob zu sehen, was hier passiert ist. Und dann haben wir im Feineren natürlich noch ein bisschen was obendrauf. Das heißt, hier haben wir obendran die kleineren Swings, wo durchaus Anlaufpunkte sind. Das wäre dann zum einen mal hier grob die Marke bei 7480 und hier oben grob die Marke bei 7560 Zählern. Also da ist schon einiges an dieser Stelle da und wie schon gesagt, die Kontraktion hier oben, die ist durchaus sehr, sehr interessant. Also das passt an dieser Stelle und das ist der Weg, der nach oben frei ist. Und für diejenigen, die sich sagen, Mensch, wieso hat denn der Seidel hier gerade erzählt, wir haben hier eine Art Flagge nach unten hin schräg laufend, dann muss ich sagen, gehen wir einfach mal ganz kurz in die Stunde rein und da sieht man so ein bisschen, was ich damit meine, warum das nicht klassisch ein Seitwärtslauf da oben ist, sondern warum es tatsächlich auch ein bisschen was nach unten geht. Wie schon gesagt, dadurch, dass das so relativ nah aneinander ist, macht das jetzt keinen gravierenden Unterschied. Also faktisch zu sehen, wäre es quasi hier der erste Rutsch zur Unterseite runter, hier die Korrektur oben rauf, hier unten rein, wieder ran und dann sozusagen hier der Ausbruch oben drüber. Das wäre sozusagen hier die Oberseite, der Deckel oben drauf, wenn man das hier mal so ein bisschen miteinander verbinden mag, ist irgendwo ein bisschen ein flaggenhafter Charakter. Aber wie schon gesagt, es ist hoch. Und jetzt das Wichtigste, der Ausbruch läuft an. Also wir sind hier über wichtige Zwischenhochs drüber. Und jetzt wäre es halt wirklich sehr, sehr wichtig, Folgendes zu sehen, dass wir hier quasi aus dem ersten Schub, das haben wir schön da, hier runter, dort drüber den nächsten Trend machen. Und dann haben wir richtig gute Karten, oben über die Hochs hier zu laufen und dann die Longseite Richtung der Marken zu spielen,
die ich entsprechend mit da habe. Also das Ganze ist mal der Blick in den britischen Aktienindex und da bleiben wir auch gleich bei den Briten. Und nehmen uns mal noch die britische Währung in Zusammenspiel mit dem US-Dollar zur Hand. Das heißt hier das sogenannte Cable. Auch das recht interessant, was wir an dieser Stelle von der reinen Verortung im Tageschart sehen. Denn wir sind hier, wenn wir uns das mal anschauen wollen, im ganz großen Bild natürlich, wenn ich das mal anmache, haben wir hier weiterhin einen Markt, der schon ziemlich stark nach unten strebt. Aber wir haben immer wieder Wechselversuche, ne? Und die Wechselversuche, das sehen wir, sowas mal mit anzunehmen. Und das hat natürlich immer auch die Chance, dass dieser Markt nach oben laufen kann. Und das sehen wir halt an diesen Stellen, welche Chancen es gibt. Wie schon gesagt, ob sie nachhaltig sind, das weiß man immer erst im Nachgang. Aber Situationen wie diese hier, dass wir hier den Abwärtstrend mal eben rausnehmen, die sind schon immer sehr, sehr interessant. Wichtig ist es dann halt, dass wir nachfolgende Bewegung zur Oberseite bekommen. Und das ist halt wirklich aktuell bis dato nicht der Fall gewesen. Also auch hier, wenn es hier mal einen kleinen Aufwärtstrend gegeben hat, übergeordnet das Bild weiterhin short. Und wir müssen hier im britischen Pfund halt immer davon ausgehen, dass das, was wir jetzt hier sehen, im ganz, ganz großen Kontext durchaus das Risiko innebehält, dass wir hier oben wieder mal um die Marke von 1,39 irgendwo den Meister finden und es den Markt dort nach unten bringt. Das ist das größere Bild. Das kleinere Bild allerdings, und da mache ich jetzt mal hier den größeren HTF raus und gehe mal in den kleineren, also in den loweren Timeframe rein. Also der lower Timeframe ist das, was wir hier jetzt beispielsweise gut im 4-Stunden-Chart erkennen können. Hier sehen wir, der Aufwärtstrend ist da und wir sind jetzt in der korrektiven Phase des Aufwärtstrends drinnen und natürlich jetzt hier wieder auch in einer Konstellation, wo wir hier seit letzter Woche, wann war denn das gewesen? Das war am 20.10. gewesen. Seitdem haben wir hier die Situation einer Seitwärtsphase. Also hier das Top der Kerze und das Low dieser Kerze, die wir da haben. Wartet mal, ich ziehe das mal ganz kurz unten rein. Also hier unten haben wir das Tief unten drinnen. So, das ist Nummer 1. Und Nummer 2 obendrauf ist so ein bisschen der Deckel. Und das ist jetzt aktuell die wichtige Phase, die wir hier haben. Das heißt, das brauchen wir, um zu beurteilen, kommt der Markt jetzt hier mit Stärke rein oder fliegt er uns um die Ohren und die Gegenbewegung zur Unterseite hin, die geht weiter. Und das ist jetzt sehr, sehr spannend zu sehen, denn wenn wir uns mal diesen weiten Arm nach oben hin nehmen, wissen wir natürlich aus der charttechnischen Analyse, dass der Markt jetzt durchaus Raum hat, bis hier unten rein, bis in das Low, was wir hier unten drinnen liegen haben. Ich mache es mal etwas dicker hier an dieser Stelle. Das ist der Bereich hier unten um die 1,3569 rum. Das ist alles Korrekturarm. Das sieht man auch hier, wenn ich mal den Entry Bar mit reinmache an dieser Stelle, dann sehen wir es halt auch hier, kann einiges zur Unterseite reinkommen. Aber wenn der Markt jetzt schon hier oben ein Umkehrmuster bildet, ist das ein ziemlich starkes Zeichen dafür, dass die Korrektur die Chance hat, jetzt schon nach oben raufzulaufen, also wird die Umkehr der Nachfrage bekommen und dann zunächst oben die Hochs anlaufen kann, um die Marke von 1,3835 rum. Also das ist durchaus interessant, definitiv einen Blick wert. Und wenn wir uns jetzt mal hier die Lage in der Sondierung der kleineren Zeiteinheiten anschauen, das heißt hier einfach mal in den 4-Stunden-Chart entsprechend auch reingehen, da sehen wir jetzt halt, dass wir hier einen Abwärtstrend am Laufen haben. Also hier mal ganz kurz, auch hier den Lower Timeframe rein, schaut mal, das ist jetzt der korrektive Trend zur Unterseite rein. So fein braucht man das jetzt in dieser Sichtweise, die ich jetzt gleich schildere, aber gar nicht zu machen, denn das erste Stück ist die Abwärtsphase, die wir dort entsprechend da haben. Und das Interessante ist jetzt, halt, wir haben hier halt einen Markt, der nach unten grob trendet, also hier in dieser Art und Weise. Hier haben wir es da und das heißt halt, sollte der Markt jetzt unten runter unter dieses Zwischentief hier fallen, unter diesen Außenstab, den wir auf Tagesbasis gerade gesehen haben, dann sehen wir halt, die Abwärtsphase geht hier weiter und wichtige Anlaufpunkte, die haben wir dann halt hier unten an diesen Zwischentiefs, ne? Und das sind die Marken, die wir dann in der korrektiven Phase durchaus auf der Agenda haben sollten, bis rein dann unten hier in den Support bei 1,3569. Also das ist das große Bild, was wir hier an dieser Stelle haben. Und jetzt gilt es einfach hinzuschauen, denn ich hatte ja gerade auch avisiert, wir haben jetzt durchaus die Chance, dass wir hier eine Umkehr bekommen. Und da heißt es jetzt wirklich aufgepasst und hingeschaut, denn
Die Umkehr wird es sich jetzt zunächst erstmal in einer Art und Weise wie dieser hier aufbauen. Das heißt, kein neues Tief, sondern den Schub oben drüber hier über diese Hochs, dann machen wir den Gegentrend auf und das wäre zumindest mal die erste Chance hier auf der Long-Seite oben reinzugehen. Also für diejenigen, die sich's ganz, ganz leicht und einfach machen wollen, hier mit Blick auch in den Tageschart rein, dass wir da sehen, hier, Moment, kurzen Augenblick, wo ist das hier? Zack, dort. Also ganz einfach hier. Wenn es hier über das Hoch dieser Kerze geht, haben wir die technische Umkehr, das, was ich gerade im 4-Stunden-Chart auch gezeigt habe. Und dann geht hier die Reise möglicherweise über die 1,3835 in Richtung 1,3913. Das ist es. Und wer hier die Risikobegrenzung machen möchte, ganz, ganz klar die Frage stellen, wo geht die Korrektur nach unten weiter? Und da haben wir die Lows unten drin. Und da weiß man, okay, wenn man long unterwegs ist, ab dort könnte es brenzlig werden, weil wir haben noch sehr viel Platz zur Unterseite rein. So, ich will mal kurz schauen. Ich bekomme gerade von dem Zoom-Meeting hier eine Information, Bild und Ton oder mit dem Ton gibt es irgendwo Probleme, aber jemand anders schreibt zurück, danke für den Austausch untereinander. Bild und Ton ist einwandfrei, das ist gut, das beruhigt mich, da weiß ich, dass alles mit ankommt. Also das mal der Blick in das britische Pfund, durchaus interessant an dieser Stelle von der Konstellation. Wie schon gesagt, die Chance auf eine Umkehr haben wir jetzt schon da und auch hier haben wir natürlich etwas hier an dieser Art und Weise im Moment, dass wir hier, schaut mal hier, das ist ähnlich wie das, was ich vorhin gezeigt habe. Das ist eine bullische Flagge. Und wenn der Ausbruch hier zur Oberseite rauskommt, dann haben wir natürlich die Chance, zur Oberseite reinzulaufen. Ne? Also so sieht eine schöne, saubere bullische Flagge aus. Das andere, was wir vorhin beim britischen Aktienindex hatten, an dieser Stelle war ein bisschen anders. Aber das formt sich halt aus und aus dieser Seite her. Wichtig ist, dass man erkennt, was es ist, wie es sich verhält und wie man die Setups entsprechend darauf planen sollte. Also, das war hier mal das Cable. Dann gehen wir jetzt mal weiter zu den Währungspaarungen. Und da hatte ich ja vorhin schon gesagt, als wir den Chart hier vom australischen Aktienindex mit da hatten, dass wir heute auch mal auf das Währungspaar im Aussie-Dollar schauen. Wir haben auch noch eine Frage bekommen über Facebook, kann Dollar japanischer Yen, war der schon? Nein, Holger, der war noch nicht, den machen wir noch, kriegst du rein, wenn du fragst, gibt es das auch mit durch. Ich gehe auch davon aus, dass wir das heute an dieser Stelle auch noch mit schaffen. Also ganz kurz die Phase hier, warum ich auch immer wieder auf den Aussie-Dollar in meiner Analyse zu sprechen komme, ist die Situation, dass wir hier auch mit dem australischen Aktienindex Dinge haben, die wir sehr schön handeln können. Und während sich Währungen in schönen Schwankungsbreiten bewegen, ist es bei Indizes halt so, dass die in der Regel langfristig nach oben laufen. Wenn wir uns hier mal kurz anschauen wollen, das ist der Tageschart vom australischen Aktienindex, das ist der ASX 200. Da haben wir jetzt die Situation, dass der Markt hier schaut, rumgedreht ist und auf Tagesbasis wieder einen Aufwärtstrend fabriziert hat. Und das ist durchaus interessant, denn nun ergibt sich weiterhin die Chance, wieder Richtung Allzeithochs oben zu laufen, über die Marke von 7.650 Zählern. Und das Schöne zwischendrin, wir können auch planen, wer nach uns noch mitkommt. Und das ist ja immer die wichtigste Antwort, wenn ich irgendwas kaufe. Als Händler, also jeder hier, der im An- und Verkauf mit die Tätigkeiten aufnimmt, also mit An- und Verkauf meine ich an der Börse handeln wir ja in die Long- und die Short-Richtung hier in diesen Situationen. Da hat man halt die Käuferseite oder die Verkäuferseite und daher An- und Verkauf. Und was ist da wichtig, wenn jemand etwas kauft, der den Wunsch hat, es wieder zu verkaufen? Braucht man ja auch Käufer und da ist es schon immer schön, wenn man sieht, wer nach einem auf das Parkett mit Kaufaufträgen kommen kann. Und da haben wir hier noch zwei Level, knapp 7.490 Zähler, beziehungsweise hier oben die Marke um die Hochs hier bei 7.555 Zählern. Das sind schon sehr, sehr interessante Level hier an dieser Seite. Und wie schon gesagt, wenn die rausgenommen wird, dann hier Richtung Allzeithoch oben drauf. Ich muss mal kurz schauen.
muss es mal ein bisschen runterziehen hier, das Allzeithoch, das haben wir stehen bei 7641, also hier da oben drauf, das Hoch, was wir hier an dieser Stelle haben, muss man kurz gucken, jawohl, das ist tatsächlich hier das Allzeithoch. Also der Weg nach oben hin ist aus charttechnischer Sicht zumindest erst einmal da. Und was wir hier an dieser Stelle jetzt haben, die Währung dazu natürlich. Und das bekannteste Währungspaar hier ist der Aussie-Dollar, also Austral-Dollar, US-Dollar. Und auch hier recht interessante Konstellation, die wir hier momentan haben. Denn wir sehen es, wir sind schön stark und weit nach oben gelaufen. In der letzten Woche dann Start der Konsolidierung. Und was hier passiert, finde ich aus jetziger Sicht sehr, sehr, sehr interessant. Also wie schon gesagt, das, was wir hier haben, ist jetzt mal der Tageschart. Und was wir hier sehen ist, dass wir aus momentaner Sicht zumindest weiterhin hier in diesem Unterstützungsband festkleben. Ja? Also eines darf man natürlich nicht vergessen oder beziehungsweise muss man auf der Uhr haben. Wenn wir uns hier mal anschauen, die Vorwoche, da kam schon einiges an Abverkauf von den Hochs unten raus. Und das ist die Kerze auf Tagesbasis, die wir hier sehen. Schaut mal hier, diese Kerze, das ist die Abverkaufskerze gewesen. Also die ist sehr, sehr wichtig. Und hier, wenn wir da einen nachhaltigen Kursrutsch unten drunter bekommen, dann sieht es schon nach deutlicher Korrekturausweitung aus. Hier unten Richtung dieses kleinen untergeordneten Ausbruchsbereich um die Marke von 74,40 beziehungsweise hier der Kaufbereich bei 73, ich sag mal irgendwas zwischen 75 und 80, also dieses Level hier, das sind dann schon die nächsten Anlaufpunkte, die wir da auf der Agenda haben können, aber soweit ist es halt noch nicht, also wir sehen es halt, wir kleben hier drin und das ist jetzt die wirklich sehr, sehr interessante Story, wenn der Markt tatsächlich nicht nachhaltig drunter rutscht, und da müssen wir jetzt mal kurz in den 4-Stunden-Chart reingehen, dann dürfte es durchaus interessant werden. Wie schon gesagt, auch hier momentan, das ist was für die Watchlist und für beide Seiten auch. Das heißt, unten drunter, sollte der Markt tatsächlich unten drunter rutschen, dann haben wir hier doch durchaus die Möglichkeit, weiter runter zu gehen. Wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich hier unten tatsächlich short gehen würde, Ich gehe hier unten nicht short. Also in solchen Situationen, wo wir immer wieder Support-Levels haben, also das heißt, das sind so Kleinigkeiten, aber es sind die Nuancen. Schaut mal hier, im Kleinsten, ne? Dieses Level. Das ist alles der Dunstkreis von dem Widerstand, von dem Unterstützungsbereich, in dem wir momentan auch drin sind. Immer dann, wenn ich sowas sehe, komme ich nicht auf die Idee, hier unten short reinzugehen, weil man sieht es ja, es wird billig gekauft und teuer verkauft. Ja, und da fange ich nicht an, wenn der Markt unten beim Billigkaufen immer reinkommt, dass ich hier short gehe. Das habe ich mir abgewöhnt. Natürlich, ganz klar, eines darf man hier nicht vergessen. Die klassische Trendtechnik, die Dow-Theorie, die sagt natürlich, okay, wenn es hier unten drunter geht, entsteht der Trend bzw. setzt sich der Trend fort. Soweit in der Theorie. Ich habe aber durch die vielen, vielen Jahre, in denen ich mit der Dow-Theorie arbeite, schon gelernt, es ist durchaus sinnvoller, wenn ich jetzt in die Short-Richtung gehen möchte, oben zu verkaufen. Ja? Das macht mehr Sinn. Das heißt, wenn Short, dann jetzt, wenn sich die Abwärtsrichtung ergibt und dann hier unten vorsichtig sein und nicht erst hier unten Short. Gibt es den starken Rutsch zur Unterseite rein? Ganz klar. Dann haben wir die Ausweitung nach unten, aber da ist es trotzdem immer noch lukrativer, hier jetzt reinzugehen, als erst hier unten rein. Ja? Aber die Long-Seite ist ja das, was wir übergeordnet da haben. Und wenn wir uns das mal anschauen wollen, wir sind hier in einem Aufwärtstrend verortet. Und dieser Aufwärtstrend ist halt gerade in seiner korrektiven Phase. Und was wir jetzt hier an dieser Stelle haben, mit Blick auch in den 4-Stunden-Chart, hält dieser Support-Bereich, dann werden wir sehen, dass der Markt tatsächlich oben drüber möchte. Das heißt, dass wir hier das sehen werden, hier den Drüberlauf oben über die Hochs. Und das ist das Interessante, denn wenn wir hier die Marke von 0,7510, 0,7511 zurückerobern, dann ist der Weg frei hier zu dem Hoch, was wir in der Vorwoche gesehen haben, über der Marke von 0,75. Was haben wir da oben? Moment, da muss ich das Zeichentum mal ausmachen. Hier oben über die Hochs, dort oben drüber. Das ist die Marke von 0,75.
46. Und das ist doch dann eine schöne Geschichte für die Long-Seite, auch ein gutes CRV, was man da hat, alleine von der jetzigen Phase raus. Das ist durchaus interessant für die Oberseite. Zunächst erstmal oben rein in die alten Hochs und danach, wenn wir uns das mal anschauen, haben wir ja noch weitere Anlaufmarken. Das heißt, die nächsten Punkte hier oben, der Schwungbereich hier, da haben wir inzwischen hoch bei 75, 98. Und hier oben das Zwischenhoch bei 76, 16. Und da ist schon einiges da, was wir hier machen können. Und der Blick in die Charts ist natürlich auch wieder sehr, sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Da gehe ich ja gerne mal auf die Futures rauf. Und wie schon gesagt, wer die Kursdaten hier nicht von Tickmill im Future-Markt hat, sondern sich einfach für die Futures bzw. für die Währungs-CFDs ein Bild machen wird, schaut mal auf die Futures, Leute. Geht auf Finwiz, geht auf Futures, klickt auf Currencies und schaut euch mal die Bilder an, was wir hier haben. Wir haben einen saustarken Australdollar und einen schwächelnden US-Dollar. Und das ist doch die geilste Situation überhaupt, wenn wir eine starke und eine schwache Währung in Kombination haben und wir dort aus der Umkehr nach oben laufen können. Also das ist schon hochinteressant, sehr, sehr spannend. Und das Ganze hier an dieser Stelle natürlich sehr gut mit in die Passform. Also schaut da rein, das macht wirklich durchaus Sinn, das Ganze auf der Agenda mit zu haben. Also das ist der Blick in den Australdollar. Und dann kommen wir jetzt zu den Wunschmärkten, die ich noch von der letzten Woche hatte. Das heißt Gold und Silber. Und dann möchte ich gerne noch den Kan-Dollar, japanischen Yen besprechen. Und dann ja, müssen wir mal schauen, was wir noch an zeitlichen Vakanzen haben für weitere Wunschmärkte. Also gehen wir los mit Gold und Silber. Silber hatten wir ja auch in der letzten Woche in einem Blogbeitrag miteinander da. Wer das nochmal nachlesen möchte, ich werde nicht müde, das auch zu zeigen hier an dieser Stelle. Also einfach mal auf den Blog von letzter Woche gehen. Moment, müssen wir mal kurz hier zurückgehen. Und da haben wir hier Silber. Das war die technische Analyse vom, wann war es gewesen, von vor 4 Tagen. Okay, das sehe ich jetzt hier, das Datum in der letzten Woche, wie schon gesagt, schaut's. Silber baut mit Kurssprung die Erholung aus. Die Chart-Situation, die Lage haben wir da. Wir haben die Umkehrformation unten drunter. Wir haben die Videobesprechung dazu. Und wir schauen einfach mal, was der Markt entsprechend daraus macht. Das heißt, wir starten mal mit Silber durch. Und wir sehen beim Silber auch, dass die Kursziele auf der Oberseite schön abgefrühstückt wurden. Also es ging schön zur Oberseite raus. Ich freue mich für all diejenigen, die diese Setups auch mit umgesetzt haben. Wie schon gesagt, hier unten raus aus dieser Umkehrformation. Dann hier auch wieder, also das sind halt Dinge, die sehen wir momentan immer wieder. Schaut mal, hier haben wir im Kleineren, ja, für die untergeordnete Geschichte, haben wir hier auch so eine Art Flaggenformation gehabt, die dann nach oben ausgebrochen wurde. Das war sehr, sehr schön, sehr, sehr interessant zu sehen. Und das ist allerdings alles Geschichte. Wie schon gesagt, das war das Long-Setup, was ich vorgestellt hatte. Jetzt wird es interessant zu sein. Die ersten Kursziele sind, wie schon gesagt, rausgenommen. Wir sind oben rangelaufen bis an den wichtigen Widerstand. Und was man hier nicht vergessen darf, wenn ich das mal kurz einzeichne, wir sind hier übergeordnet gehämmert short. Das heißt, wir sind wirklich in einem sehr, sehr starken Abwärtstrend im großen Bild. Im kleineren Bild allerdings sehen wir den Aufwärtstrend. Aber solange wie wir nicht hier über das Zwischenhoch dieser Abwärtsphase drüber kommen, das heißt über die Marke von 24,86, haben wir halt immer wieder damit zu kämpfen, dass wir die Short-Signale bekommen, also die Umkehrsignale. Und das ist die Formation, wie wir sie jetzt haben. Also an dieser Stelle, aus dieser Konstellation heraus, müssen wir ganz klassisch sagen, hier oben und unten rauf. Ne? Hier oben haben wir den Deckel bei 24,82 und unten raus haben wir den Boden bei ungefähr 24,12. Und wichtig ist eins: Am Hoch haben die Verkäufe gestartet und das Hoch war schon, kann man sagen, am Widerstand obendran. Wird das bestätigt durch Kurse unter dem Freitagstief, haben wir ein bestätigtes Umkehrsignal. Also dann haben wir wieder die Short-Seite auf der Agenda und das heißt dann erst einmal wieder Gegenphase. Ne? Und wenn wir auf Tagesbasis in einem großen übergeordneten Abwärtstrend hier in diesem großen Radius eine Umkehrkerze bekommen für Short, die dann entsprechend auch noch bestätigt wird,
dann müssen wir sagen, dann wird es Zeit, dass wir uns mal den Bewegungsarm anschauen und schauen, wo wir gute Anlaufpunkte haben. Ja? Und aus der jetzigen Sicht heraus, wenn wir das mal kurz auf der Tagesbasis beleuchten wollen, schaut das Thema der trendigen Sache, das ist hier im Silber oft ein bisschen hässlich, aber wir sind halt quasi irgendwo oben reingelaufen, wir haben hier korrigiert und dann haben wir hier entsprechend die Formationen bekommen und wir sehen es halt, die korrektive Phase kann jetzt mit Blick auf den letzten Arm hier oben rauf locker mal korrigieren bis an die 23 US-Dollar unten dran. Und das ist für die schnellen, aktiven Trader durchaus auch eine Einladung zur Unterseite runter, dass man das mit rausnehmen kann. Und das ist durchaus jetzt an dieser Stelle interessant zu sehen, wenn wir hier mal in die kleinere Zeiteinheit reinschauen. Denn da sehen wir, dass wir momentan noch keine valide Abwärtsphase haben. Ja, das heißt, wir haben den Aufwärtstrend untergeordnet intakt am Laufen. Ich skizziere den hier ganz kurz mal hier. Also wie schon gesagt, wir sind von unten hier schön angefangen rauf zu trenden, hier schön zur Oberseite rauf. Das ist alles gesund, alles schön sauber zu sehen hier an dieser Stelle. Und solange wie dieser Aufwärtstrend intakt ist, ist hier entsprechend alles gut. Also bis hier oben rein, da war das hoch. Und wenn wir jetzt einfach hier, schaut mal hier, die kleine Aufwärtssequenz ist ja schon wieder da untergeordnet. Da ist also alles gut, solange wie der Markt nicht unter dieses Zwischentief hier unten drunter fällt, also unter diese Marke hier, unter die 24,17 beziehungsweise hier dann unter die Tageskerze bei 24,12, ja, ist für die Long-Seite alles in Ordnung. Erst dann, wenn wir aus dieser Gegenbewegung zu diesem starken Abverkauf unten drunter rausfallen, dann haben wir hier einen Abwärtstrend im Stundenchart und das wäre dann genau das, wo wir sehen, jetzt haben wir hier den Weg nach unten hin frei und dann können wir mal planen, je nachdem, wie tief die Korrektur über die Chartunterseite wird, die Anlauflevel unten mit reinzunehmen. Hier, wie schon gesagt, hier das Zwischentief bei 23,58 bzw. die Marke von 23 US-Dollar. Darunter haben wir dann natürlich noch weitere Marken, aber das wäre zumindest erstmal für die Short-Seite die Situation, die wir hier haben müssen. Und das ist auch etwas für die kurzfristigen Trader, aber das ist wirklich sehr, sehr kurzfristig gedacht, weil komplett gegen die übergeordnete Richtung, wenn wir mal schauen wollen, hier an dieser Seite, das ist auch ein Trendkanal und das ist jetzt fürs Kurzfristige hier nach diesem Abverkauf folgt nicht selten noch ein zweiter Schub und da hätten wir hier die Gegenbewegung dazu und wenn es tatsächlich zum Ausbruch kommt, wäre das für die kurzfristigsten Trader, also diejenigen, die im 5-Minuten-Chart unterwegs sind, wäre das jetzt die korrektive Phase zu diesem Abwärtsrutsch. Und wenn es da zum Ausbruch nach unten geht, dann kann man schon noch ein Stückchen was mit reinnehmen. Aber wie schon gesagt, da muss man sehr, sehr eng am Markt traden, weil das übergeordnete Bild ist weiterhin hier auf der Long-Seite unterwegs. Das war der Blick in Silber. Dann gehen wir jetzt in den Goldmarkt auch mit rein. Gold auch mittlerweile, wir sehen es hier, Moment, ich muss mal diesen Chart kurz ein bisschen aufräumen, dass wir hier ein bisschen mehr erkennen können. Also was wir hier haben an dieser Stelle ist natürlich ein unheimlich bewegter Markt. Hier an dieser Stelle, wir sehen es immer wieder, aufwärts, abwärts, auch der Freitag war sehr, sehr volatil, wenn wir uns mal diese Freitagskerze anschauen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns den Goldpreis auch anschauen, es gibt hier eine sehr, sehr interessante Konstellation im Gold, die mir momentan, ich will jetzt das Wort Hoffnung nicht zu überspitzt in den Mund nehmen, aber es macht so ein bisschen den Eindruck, als würde zum Thema Goldpreis steigt, wenn Dollar schwach, noch hinzukommen, Goldpreis steigt, weil Inflation steigt. Und das ist jetzt ein interessantes Szenario, weil das Inflationsszenario, das kriegen wir nicht so schnell vom Tisch wie eine Dollarstärke oder Dollarschwäche. Ne? Das ist halt jetzt momentan so, wie es ist. Und wir wissen es ja, die Notenbanken gehen weiterhin von einer, sag ich mal, vorübergehenden Inflation aus. Ob das so kommt oder nicht, das ist Glaskugel. Kein Mensch weiß es wirklich. Theoretisch gibt es genügend Anhaltspunkte, dass das vorübergehend ist, ja, die Praxis wird zeigen. Also wir werden dann, wenn wir in einem Jahr drüber sprechen, sehen, ob es vorübergehend war oder nicht. Und bis dahin halten wir uns einfach an das, was der Markt macht. Das ist sowieso viel einfacher. Und was zeigt uns der Markt? Der Markt zeigt uns momentan Gold auch weiterhin nach oben unterwegs. Was ist hier in der letzten Woche auch passiert? In der letzten Woche haben wir hier den Schub weiter über Zwischenhochs aus diesem Abwärtstrend hier unten drunter gesehen. Das heißt,
LIDA hier auf Tagesbasis ist ein Aufwärtstrend. Mit diesem Spike oben drüber, über dieses Zwischenhoch, haben wir auch das nächste Kursziel auf dem Weg hier oben in den nächsten Widerstand bei 1833 aus dem Markt genommen. Also auch das sind bullische Zeichen. Das, was normal war und auch zu erwarten war, ist, dass wenn wir so ein Level im kleineren rausnehmen und dann erstmal eine ganze Weile nichts kommt, dass dann erstmal ein Rücksetzer kommt. Ja, das sind normale Sachen, das ist ganz okay, aber auch hier mit Blick auf den Goldchart ist wichtig, was ist mit dem aktuellen Bewegungsarm hier zur Oberseite rauf. Und das kann man sehr, sehr schön im Stundenchart sehen. Das sehen wir nämlich auch hier, dass der Arm hier, der unten angefangen hat, dass der nach oben weiterhin absolut intakt ist. Das heißt hier Initial, Korrektur, Aufwärtstrendbildung und dann hat den Markt hier schön zur Oberseite raufgenommen. Und das, was wir hier sehen, ist in Anführungsstrichen auch nur die Korrektur. Und hier haben wir mittlerweile im kleineren natürlich auch einen Trend zur Oberseite laufen, der übrigens hier jetzt gerade ein Long-Umkehrsignal macht, aus der Korrektur raus in Richtung der übergeordneten hier, dieser Richtung. Das wäre das Long-Signal für diejenigen, die nach diesem Schub zur Unterseite das Kitzeln in den Fingern nicht rausbekommen und die Short-Seite traden wollen. Ganz klar, wenn hier der Bruch zur Unterseite kommt, haben wir schon Chancen für die Short-Seite. Aber Leute, wir haben hier einen intakten Aufwärtstrend und das sind doch gute Chancen, die man zur Oberseite auch mit nutzen kann. Und wie schon gesagt, wir kommen jetzt von unten raus. Und wer das Ganze auf Tagesbasis abwarten will, der wartet ab, was hier passiert. Aber die Flottenhändler, die gehen in den Stundenchart rein und die sagen ganz klar, wenn sich der Stundenchart nach oben hin fortsetzt, haben wir hier die Trendfortsetzung im kleinsten in der Stunde aus der Korrektur raus. Und damit handeln wir mit dem übergeordneten Trend und damit haben wir auch Chancen, zunächst erstmal oben reinzulaufen an die Zwischenhochs bei, ich runde es mal auf, 1814 US-Dollar. Wer das Ganze macht, die Stunde hier als Richtungsgeber zu nutzen und dann zum Beispiel über die 15 Minuten reinzugehen, der sieht den Trend hier, ne? Ich mache mal kurz rein. Hier schaut mal, das hier ist der Aufwärtstrend, der hier am Laufen ist. Und wenn der sich nach oben hin fortsetzt, also hier übers Zwischenhoch, dann spricht doch viel dafür, dass wir oben reinlaufen können. Und das sind die Chancen, die wir hier haben. Also gehen wir hier über die 1801 oben drüber, setzt sich das Kleine fort. Und damit haben wir gute Karten zur Oberseite reinzulaufen. Und für die kurzfristigen Händler hier an dieser Stelle, das hier unten ist ein Unterstützungsbereich. Und damit können wir auch sehen, was dort passiert. Wird der Markt dort abverkauft, dann hat der Long keine Berechtigung, der kurzfristige Long mehr. Das ist dann eher das, wo die kurzfristigen Trader für die Short-Seite auf die Agenda kommen. Ja, und damit haben wir es. Also hier auch im Gold. Der Blick rein, sehr, sehr interessant, sehr spannend zu sehen. Und damit gehen wir mal flott noch zum DAX. Und damit ist die Zeit für heute dann auch schon um. Das heißt, weitere Fragen kriege ich hier nicht mit reingeklärt. Das heißt, gerne dann morgen direkt wieder rein. Ich habe hier gesehen, Platin wurde auch nachgefragt. Das kriegen wir hier heute so nicht rein. Das Ganze, das schauen wir morgen mit drauf. Das machen wir. DAX hier an dieser Stelle, die Range seitwärts ist weiter vorhanden. Ja, also nicht viel Änderung. Freitag war ein schöner, positiver Tag. Das heißt, für diese Handelswoche aus jetziger Sicht, mal schauen, was nachher um 10 Uhr kommt. Wenn wir die IFO-Daten bekommen, kriegen wir hier den Run über die 15.625 oben rauf, dann wäre das sehr, sehr schön zu sehen, denn das wäre dann genau das, was wir brauchen hier für die Fortsetzung des Aufwärtstrends auf Tagesbasis und aus der Analyse der letzten Woche raus. Hier haben wir es da, wenn es hier tatsächlich über die 15.625 gibt, aus charttechnischer Sicht, hätten wir dann den nächsten Anlaufbereich oben hier um die Marke von 15.830. Und auch hier, wer nochmal nachlesen möchte, den lade ich ein, einfach nochmal in den Chat bzw. den Blog zum DAX zu gehen. Das haben wir hier gehabt. Ja, letzte Woche technische Analyse zum DAX, die Standortanalyse im Aufwärtstrend. Gerne nochmal nachlesen. Hier so ein paar Feinheiten, ein paar Details mit raussuchen. Sowas macht da immer Sinn. Jo, das also der Blick in den deutschen Leitindex rein. Und das
ja, meine Sicht auf die Märkte zum heutigen Montag, zum Start in die Handelswoche. Ich danke fürs Zuschauen, danke für die Likes. Wer es noch nicht getan hat, einfach auf den Like-Button klicken. Wir sehen uns wieder morgen früh um 8:30 Uhr mit den nächsten Handelsideen und für heute einen erfolgreichen Handelstag. Wie immer wichtig, bitte planen Sie den Trade, traden Sie den Plan und dann wird es laufen. Ich freue mich drauf und sage danke, bis morgen früh um 8:30 Uhr. Und an dieser Stelle, wer jetzt noch dran ist, noch ein kleiner Hinweis. Ich werde ja immer wieder gefragt, was es noch so zwischendrin gibt, wo ich auch auf der Agenda immer mal bin. Zum Beispiel morgen um 12 Uhr bin ich eingeladen worden zu einem Podcast. Den stelle ich dann natürlich auch bereit, wer sowas sehen möchte. Am Dienstagabend, nee, nicht am Dienstagabend, am Donnerstagabend mache ich zusammen mit dem Martin Gösch auch noch ein kleines Webinar. Das werden wir auch über Facebook mit streamen um 17:30 Uhr. Da geht es auch ein bisschen um das Thema Trading. Morgen ist der Martin Gösch auch wieder dran um 14 Uhr mit dem Blick in die Futures. Also es wird nicht langweilig, dranbleiben lohnt sich an dieser Stelle immer. Und nun bin ich wirklich raus. Bis morgen. Tschüss.